So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind in Fuxiana City angekommen und ja, eigentlich wollte ich heute euch ein bisschen was anderes zeigen. Ich wollte heute aber nichts. Das Team nicht gefangen. Das müssen wir noch ein bisschen verschieben. Es dauert aber nicht mehr allzu lange, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, wo es zu kriegen ist. Ich glaube, wir brauchen noch einen, vielleicht zwei Orden, dann könnten wir es tatsächlich fangen. Also müssen wir jetzt mal damit ohne Haus kommen. Was mich jetzt gerade ein bisschen ärgert, aber es ist leider nicht änderbar. Wenn wir doch ein, zwei Sachen brauchen können. Okay. Dann machen wir weiter. Wir gehen jetzt mal in die. In zum Haus des. Nee, okay. Warte, halt. Weil wir vorher noch was machen müssen. Eigentlich gibt es ja hier die Safari-Zone, wo es auch einige gute Pokémon zu fangen gibt. Wo ich ja dann auch mein Teammitglied hätte fangen wollen. Safari-Zone gibt es nicht mehr. Ist jetzt blöd. Was machen wir denn da? Na gut, dann gucken wir uns einfach mal erstmal in der Stadt ein bisschen um und fangen diesen Manga an. Ich habe dieses ungenutzte Haus gemietet, um als Pokémon-Trainer zur Verfügung zu stellen und die Informationen austauschen wollen. Aber treffen sich dort so viele Experten zu hitzigen Diskussionen, dass ständig die Luft herrscht. Ah, hier das Haus, oder was? Fängst du mehrere Pokémon derselben Art hintereinander an, nennt man das eine Fangserie. Das heißt, man könnte durch eine lange Fangserie die Wahrscheinlichkeit über den schillernden Pokémon zu begegnen. Fängst du viele Pokémon derselben Art, findest du nach auf das Items. Ich selbst fange gerade bergeweise Kleinschein und Onix. Füttert man ein Pokémon mit einer Sananabeere, bevor man es fängt, hat man bessere Chancen, danach ein Item zu finden. Das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, oder? Wenn du beim Fangen von Pokémon bestimmte Bedingungen erfüllst, wirst du dafür belohnt. Und weil ich so ein toller Typ bin, möchte ich dir zwei dieser Bedingungen verraten. Du meinst, trifft das Pokémon den Ball, wenn der Ring möglichst klein ist. Nummer zwei, fange das Pokémon mit nur einem Wurf. Das ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Unter anderem bekommst du mehr Erfahrungspunkte. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Okay, danke für die Information. Das sind eigentlich keine für mich. Nichts Neues. Wir nehmen erstmal das Item mit und das ist ein Super Lock Parfum. Okay. Ja, heute geht es weiter mit Fuxiana City. Also es ärgert mich gerade, dass wir heute die Safari-Zone, so wie sie eigentlich sein sollte, nicht mehr gibt. Das ist leider nicht wunderbar. Als ich Sarah um ein Date gebeten habe, meinte sie, ich könnte ihm mal im Mondschein begegnen. Ich warte schon eine ganze Weile hier, aber es wird einfach nicht dunkel werden. Oh, okay. Lappas, ist das so majestätisch. Ich wüsste zu gern, wenn man so eins fangen kann. Ich glaube, fangen kannst du, glaube ich, soweit ich weiß, keins. Oder 18 machen wir das jetzt. So, von da oben mal weiter rein. Oh, doch, heute schon die Arena. Aber ich gucke einfach mal Dings ja in dem Geschäft, ob ich irgendwie was Nützliches bekomme. Hast du schon mal Next Tempo ausprobiert? Damit kannst du im Kampf die Initiative eines Pokémon steigern. Gibt es hier keine Wimpel vom Go-Park? Auch keine Postkarte oder Kalender? Das ist ja scheiße. Scheinbar nicht, ne? Scheinbar nicht so. Evoli, da freut sich auf jeden Fall. Oh, ein Flegmon. Ein Kangama. Und ein Vulcano und ein Vulpix und ein Chanera. Ein armes kleines. Ein Tauros. Und ein Enton und ein Ammonitas. Okay, es hat ihm tatsächlich sehr gut gefallen. Es hat sich einmal alle Pokémon. Oh, da hängt schon noch ein Voltoball. Okay. Hast du es auch auf den Pokéball da abgesehen? Sorry, aber ich werde. Was ist das denn? Ist das ein Pokémon? Ja, das ist ein Pokémon. Sieht so aus wie ein Pokéball, ist aber keiner. Der Direktor wird von allen hier nur Direktor Fleckborn genannt. Tja, er hat nun mal den gleichen ausdruckslosen Blick im Gesicht wie besagtes Pokémon.
Abgedrückter Fleckmann weiß eine ganze Menge über Pokémon. Er besitzt sogar Fossilien ausgestorbener urzeitlicher Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Ja, ich habe auch noch einen. Seit Direktor Fleckmann, als ich angeln war, faselt er nur noch wirres Zeug. Was wohl am Alter liegt? Vielleicht. Was nicht so. In der Route von in der Nähe von Route 19 habe ich etwas Golden aufblitzen sehen. Vielleicht versteckt sich da doch ein Schatz. Hm? Weiß es nicht. Weiß nicht genau, wo Route 19 ist. Tut mir leid. Mein Lapras mag schon in die Jahre gekommen sein. Zaubert mich aber wie eh und je. Weißt du, früher bin ich zusammen mit ihm über die Wellen geritten und zu neuen Horizonten aufgebrochen. Aber mittlerweile kann Lapras nicht mehr so gut schwimmen. Da habe ich mich entschlossen, das Surfboard an den Nagel zu zeigen und hier bei meinem alten Freund zu bleiben. Ach ja, danke, dass du mir zugehört hast. Im Gegensatz könnte ich dir beibringen, wie du die geheime Technik Wellensport einsetzt. Damit kannst du das Wasser flitzen. Ach, du bringst uns die bei? Cool. Dein kleines Evoli möchte sie wohl auch erlernen. Da habe ich jetzt gar kein Wasser-Pokémon, ob das gut geht. Dieser Blick in seinen Augen nimmt mich sehr an meinen Lapras. Solch eine Kraft. Na gut, du hast mich überzeugt. Pass gut drauf auf. Also, der Trick ist, auf dem Wasser die Balance zu halten. Dafür musst du deinen Schwerpunkt nach unten verlagern und deinen Oberkörper stabil halten. Und Evoli hat die geile Technik Wellensport erlernt. Damit können wir jetzt tatsächlich übers Wasser surfen. Das hast du ganz hervorragend gemacht. Hier, mein Surfboard gebe ich dir auch direkt mit. Jetzt fahren wir die Welt und brechen neue Horizonten auf. Ja, cool. Siehst du, es lohnt sich manchmal doch mit irgendwelchen Typen, mit den Leuten hier zu quasseln. Weil das hätte ich jetzt tatsächlich nicht mehr genau gewusst, was es ist. Weil ich hatte eigentlich gedacht, okay, jetzt haben wir vorher noch, kriegen wir vorher noch was anderes. Aber dann haben wir tatsächlich alle Leute abgearbeitet hier. Genau da auch. Ja, warte mal, ich komme gerade auf die Uhr. Ach doch, dann kriegen wir es doch heute hin. Liebe Leute, dann machen wir doch heute. Warte mal, muss ich da noch. Ne, ich muss aber noch was machen. Ne, ich möchte vorher noch keine was erledigen. Na, vorher müssen wir noch was machen. Zwei hier runter. Weil da stehen nämlich Jesse, James und Mauzi noch. Jetzt haben wir extra den Go-Park besucht. Weil es dort hieß, dort würden wir auch mal seltene Pokémon finden. Vielleicht hätten wir uns vorher über diese App mit. Die Sachen mit der App und der Verbindung klar machen sollen. Jedenfalls gut, dass wir davor von der abgehauen sind. Die ganze neuartige Technik macht mir Angst. Hier muss es doch irgendwas geben, das sich ins Wasser verwandeln lässt. Autsch! Was ist da verfixt, hat das Ding? Mein armer Fuß. Oh, das ist doch bestimmt ein Schatz oder so. Lass uns das Teil ausgraben. Hau rock! Unfassbar! Du hattest recht. Ein golden glänzender Schatz. Moment mal. Wie geht? Was ist das denn? Ein goldenes Gebiss. Ein Gebiss? Sag mal, das kann doch gar. Du hast recht. Das kann doch noch. Kann es doch so funkeln und aus Gold sein. Das ist doch widerlich. Bah! Ach, was, der Knirps. Was schreist du denn hier rum? Warte, antworte nicht. Ist mir nämlich egal. Dann nehmt ihr mal das hier. Geht aufs Haus. Dir wurde das goldene Gebiss aufgedrückt. Ist das nicht nett von uns? Und jetzt lass uns in Frieden. Wir sind nämlich beschäftigt. Ganz genau. Wir haben super viel zu tun. Außerdem will ich mir nicht die Hände waschen. Los, kannst du die Kurve. Ja, sie möchten sich ja mehr. Route 19. Ach, das ist der Wasserweg hier unten. Halt. Das alte Wasser da oben, das möchte ich gerne noch mitnehmen. Okay, es ist auch nur die Beide. So, hier sind noch zwei Trainer. Das sind wahrscheinlich Pokémon-Trainer mit dem Typ Wasser. Das heißt, tauschen mal kurz. Vor dem Schwimmen muss ich mich aufwärmen. Dann mach das doch. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schwimmer Ferdinand mit einem Stami. Stami haben wir noch nicht gesehen. Gut, dann kriegst du jetzt einen Donner. Oh, nee, du kriegst erstmal. Ich krieg erstmal Komprimator drauf. Okay. Aber der Donnerschlag reicht trotzdem aus, um diese Stami zu besiegen. Das wird sich aber beim ersten Mal da. Wir kriegen reich Level 40. So.
Ich nehme auch noch mit. Nicht zu schnell, sonst geht ja die Puste aus. Schwimme ernst, fordert dich heraus. Wenn sich noch keine Pokémon hat von dem Typen. Na gut, okay. Es ist immer ein Drachen-Pokémon. Ich weiß, dass Elektro-Attacken und die Gruppen so effektiv sind. Nein, hör! Oh Mann, 40 KP zieht sie ja mal ab. Das heißt, ich werde es kurz noch schnell ruckzuck reinhauen, damit ich dann weiterkomme. So, damit ich dann erst angreifen kann. So, damit ist das Routine auch Geschichte. Gut. Gut, den Wasserweg, den machen wir dann nicht jetzt, den machen wir dann irgendwann, wenn es angebracht ist. So. Gut, wir haben ja das goldene Gebiss jetzt bekommen. Das heißt, wir machen uns mal auf die... in dieses Gebäude hier. Sag mal, kannst du eigentlich... wer ist mein Enkel? Schon als kleines Kind war ja Feuer und Flamme für Raritäten. Ja, Leiter der Safari-Zone ist nicht mehr der Jüngste, aber noch quietfidel. Allerdings wird dein Gebiss, wie man hört. Bei seiner Arbeit beschäftigt sich mein Bruder Bill mit dem Übertragen von Pokémon. Wusstest du, dass er sogar der Erfinder der Pokémon-Box in deinem Beutel ist? Außerdem hat er zusammen mit einem Professor aus einer weit entfernten Region den Go-Pack aufgebaut. Okay. So, eigentlich war das anders gedacht. Ja, mach mal. In diesem Haus hat hier mal ein vergesslicher alter Mann gewohnt. Inzwischen wohnt er wohl irgendwo auf Route 12. Es ist unheimlich praktisch, direkt neben einem Pokémon-Center zu wohnen. Dafür sind die Mieter aber dementsprechend auch hoch. Wahrscheinlich, ja. So, eigentlich wollte ich das rausbetreten, weil ich habe ja jetzt das goldene Gebiss. Du hast dem Direktor das goldene Gebiss überreicht. Puh, der ganze Sand knirscht so eklig zwischen den Zähnen. Aber sei es drum. Danke, du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Niemand hat nur ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich war das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Hier, nimm das für deine Mühe. Ein Safari-Set. Und weil du es bist, bring dir oben noch etwas Zünziges bei. Und zwar die geheime Technik. Wuchschuss! Was sagt man dazu? Sieht so aus, als würde dein Pokémon die Technik am liebsten gleich selbst erlernen wollen. Naja, für mich ist die Kopf gesprungen. Dann bringe ich dir eben deine Pokémon bei. Jetzt, gut. Manchmal stößt man doch manchmal an Orten wie Höhlen auf große Blöcke wie diese hier. Hm? Das habe ich recht. Ausreichend Wucht, so nämlich möglichst sie verschieben. Der Trick an der Sache ist diese. Einfach die Zähne zusammen. Einfach die Zähne ganz fest zusammenbeißen und damit aller Kraft schieben. Hier wieder die Geheimtechnik Wuchtschuss erlernt. Ja, ist das denn zu fassen? Der Pokémon der Bursche gleich auf Anhieb erlernt. Ist echt nicht auf den Kopf gefallen. So, kann ich das jetzt nicht umsetzen hier, oder was? Ja. Weil da ist irgendwie ein geheimes Ding dahinter. Aha. Ein Weg da. Und ich halte ein Nugget.